Hallo meine Lieben, ich habe heute ein neues Gadget für euch. Wie ihr ja vielleicht im Titel gelesen habt, geht's um die Gesichtshaarentfernung. Denkt ihr, wieso soll ich meine Haare im Gesicht entfernen? Das erzähle ich euch gleich und zeige euch dieses Gadget und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Mal sehen, wie es wird. Also heute soll es ja um das Thema Gesichtsbehaarung gehen. Vielleicht denkt die ein oder andere, ach, das Thema interessiert mich gar nicht, dann guckt euch das Video nicht an. Aber für viele ist das sehr interessant, denn im Gesicht befinden sich sehr, sehr viele flaumartige Haare. Ist ja auch normal, am Körper sind die ja auch. Aber die wollen wir vielleicht nicht unbedingt haben, wenn wir Make-up auftragen. Und ich bin auch so ein Typ, ich entferne mir diese Härchen sehr gerne, denn ich habe zum Beispiel hier am äußeren Wangenbereich, ne, so hier am Ohr und hier so am Hals runter, so einen richtig weißen Flaum. Natürlich auch hier so meine Hexenhärchen und hier aus meinem Muttermal sprießen Härchen, aber auch natürlich an den Augenbrauen. Und da gibt es ja jede Menge Zubehör, was man dafür gebrauchen kann, um diese Gesichtshaare loszuwerden. Ich habe hier mal stellvertretend zum Beispiel solche Rasierer, mit denen man ja auch die Augenbrauen trimmen kann. Dann kann man diese Härchen natürlich auch mit Wachsstreifen entfernen oder aber auch hier mit solchen Spiralen. Diese Spirale, die habe ich mir damals gekauft, weil ich beim Make-up-Coach ein Video gesehen habe und dachte so, das ist ja vielleicht sinnvoll, hier mit so einer Metallspirale diese Härchen zu entfernen. Punkt. Das hier gestaltet sich allerdings etwas schwierig, denn man muss dieses Gerät ja auch drehen und diese kleinen Spiralen, die packen dann wie so ein Epiliergerät diese Härchen und rupfen die raus. Wie gesagt, ich finde die Handhabung von diesen Dingern eigentlich etwas schwierig und von den Schmerzen mal abgesehen, muss ja jeder für sich selber entscheiden, wie er das macht. Aber ich war bei DM letztens und habe da dieses Ding hier gesehen. Ich habe es natürlich schon ausgepackt. Das ist von Ebelin und das ist ein Gesichtshaarentferner. Ich fand den halt interessant, weil hier oben diese Spirale viel kleiner ist als zum Beispiel diese hier. Na, könnt ihr die hier so sehen? Der Unterschied, der ist schon gravierend. Was ich das Besondere an diesem Gerät fand, diese Spirale, die kann man rollen. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Die bewegt sich also mit. Und da ist ein ganz praktischer Griff dran. Also dachte ich, komm, für 2,95 nimmst du das Ding mit und probierst das einfach mal aus. Und ich möchte euch das gerne heute zeigen, wie das funktioniert und worauf ihr dabei achten müsst. Denn ich habe in Bewertungen gelesen oder auch schon von anderen gelesen, dass solche Geräte eben auch nach der Anwendung viele Pickel hinterlassen, richtige Eiterpickel. Und ich habe das sonst immer machen lassen, zum Beispiel bei meinem türkischen Friseur. Wenn ich mir da mal einmal im Jahr die Augenbrauen richtig trimmen lasse, dann machen die das ja zum Beispiel mit dieser Fadentechnik. Also ihr hört schon, es gibt viele, viele verschiedene Sachen, mit denen man sich diese lästigen Gesichtshaare entfernen lassen kann. Und dieses Ding ist für mich jetzt ganz neu. Ich habe es natürlich schon mal einmal ausprobiert und ich zeige euch jetzt, wie das funktioniert. So, das Erste, was ihr natürlich machen müsst, ihr müsst euer Gesicht richtig gut reinigen, damit auch wirklich alle Keime und alle Bakterien, die ihr schon auf dem Gesicht habt, auch entfernt werden. Ihr könnt danach, nach dem Reinigen, natürlich auch noch zusätzlich ein Gesichtswasser verwenden und dann lasst ihr die Haut trocknen. Und dann könnt ihr dieses Gerät am besten, was ja hier aus Edelstahl ist, das habe ich zumindest auf der Seite von DM gelesen, denn hier steht es leider nicht drauf, dass es aus Edelstahl ist. Ich habe nämlich noch mal nachgeguckt. Dieses Ding am besten auch noch mal desinfizieren, entweder mit eurem Gesichtswasser oder vielleicht so einem alkoholischen Desinfektionsmittel, was ja jetzt im Moment sowieso jeder zu Hause hat. Sondern nehmt ihr dieses Gerät, ich zeige euch das jetzt mal,
Ich habe natürlich jetzt schon ein bisschen Flaum entfernt. Warum das so wichtig ist, verrate ich euch natürlich auch gleich noch. Aber es muss ja wirklich jeder für sich selber entscheiden. Ich kann noch dazu sagen, ich entferne meine Gesichtshaare schon seit ewigen Zeiten. Also ich mache es jetzt nicht jede Woche oder jeden Monat, sondern immer erst, wenn dieser Flaum wieder so wirklich richtig nachgewachsen ist. Meistens habe ich dafür hier diese Dinger benutzt und ich habe noch nicht bemerkt, auch hier so am Oberlippenbereich, dass diese Härchen dann härter nachwachsen, so wie Barthaare. Also das habe ich noch nicht erlebt, weil das ist wirklich nur so ein Flaum. Und ja, wenn euer Gesicht dann gereinigt ist, dann nehmt ihr das einfach hier so in die Hand. Legt das ganz vorsichtig auf euer Gesicht, also da muss man jetzt nicht viel Druck ausüben. Und dann geht ihr einfach mit diesem Ding über euer Gesicht und dann merkt ihr schon, na, guckt mal, es wird schon rot, dass diese Härchen, diese Flaumhärchen, also ich sage bewusst Flaumhärchen und nicht diese harten, die muss man nämlich mit der Pinzette entfernen, dass die dann weggenommen werden. Und guckt mal, euer Gesicht ist dann etwas rot. Deswegen vielleicht abends verwenden, damit es genug Zeit hat, sich wieder zu beruhigen. Und dann gehe ich einfach mit dem Ding hier über das Gesicht und entferne mir diesen Flaum. Man kann es jetzt leider nicht so gut sehen, aber so ein bisschen glaube ich schon, ne? Da sind diese Flaumhärchen jetzt in dieser Spirale und die muss man natürlich auch hinterher wieder gut sauber machen. Und mit dem Ding könnt ihr einfach über euer komplettes Gesicht gehen. Das ist etwas schmerzhaft, vor allem wenn man noch viele Haare im Gesicht hat. Also man muss schon die Zähne zusammenbeißen. Aber vielleicht wollt ihr ja einfach wissen, wie dieses Ding funktioniert. Und indem ihr jetzt hier mit dem Gerät über euer Gesicht streicht, also wirklich nur so ganz leicht, gar nicht drücken, dreht sich diese Spirale hier und diese einzelnen, ich zeig's mal, hier diese Röllchen, die gehen auseinander, packen euer Haar und rupfen das dann raus, wie bei einem Epiliergerät. Aber das ist viel sanfter als mit so einem Epilierer. Und das mache ich auch ehrlich gesagt nicht so gerne. Und ich muss sagen, ich bin mit diesem Ergebnis auch ganz zufrieden, auch wenn es ein bisschen weh tut. Aber man gewöhnt sich da so ein bisschen dran. Wie gesagt, ich mache das ja jetzt schon etwas länger, auch mit dem hier. Dieses hier finde ich allerdings richtig unangenehm, weil diese Spirale einfach zu groß ist. Aber vielleicht kriegt man damit ja dann auch hier diese Hexenhärchen, die einem so am Kinn wachsen, weg. Ich kann es ja mal probieren. Ich habe nämlich hier gerade, merke ich, wieder so Stoppel. Na, ihr seht, das Gesicht wird gut durchblutet. Aber diese Härchen, die ich hier habe, diese schwarzen, entfernt das Ding nicht. Sondern wirklich nur den Flaum. Also diese kleinen, weichen Babyhärchen, die man so im Gesicht hat. Und mit dem Ding könnt ihr einfach hier wirklich über euer Gesicht rollen. Das geht auch ganz schnell und zieht natürlich auch, ist logisch, auch hier am Halsbereich. Und ich merke wirklich, wie diese Härchen ausgerupft werden. Und ich glaube, man sieht es auch an meiner Haut. Sie ist jetzt wirklich schön rot. Man kann das Ding auch umdrehen und man könnte damit auch hier so an der Stirn so feine Härchen entfernen. Und sogar, wenn man vorsichtig ist, hier so zwischen den Augenbrauen. Wie ihr seht, ich rolle von unten nach oben. Aber ich glaube, das brauche ich gar nicht erklären, denn man soll die gegen den Strich ausrupfen. Das heißt, eure Haare wachsen ja von oben nach unten normalerweise. Und deswegen muss man dann von unten nach oben hier drüber streichen. Hier in dem Bereich an der Lippe, da ist es natürlich richtig unangenehm und bitzelt auch echt ehrlich. Und man muss sich überwinden, das zu machen. Aber das habe ich auch, wenn das mit dieser Fadentechnik gemacht wird, da laufen mir dann auch die Tränen runter. Aber warum ich das mache, es hat einen Grund, denn wenn diese Härchen nicht mehr so doll da sind und ich mich schminke, dann merke ich, dass meine Foundation
sich viel besser verblenden lässt. Das heißt, diese Härchen stoppen dann gar nicht diese Cremepartikel, sondern alles wird schön gleichmäßig und flawless. Was ich auch bemerkt habe, oder vielleicht habt ihr das auch sogar schon mal bemerkt, wenn ihr nach eurer Foundation einen Puder auftragt und ihr guckt dann mal so ganz nah im Spiegel, dann seht ihr, dass dieses Puder sich auf diese kleinen, feinen Härchen legt und das deswegen einfach gar nicht so toll aussieht. Das ist auch mit ein Grund, warum ich nicht gerne Puder benutze, weil ich das nicht mag, wenn man das dann so extrem sieht. Und deswegen entferne ich mir hier regelmäßig meine Härchen. Und muss sagen, für 2,95 Euro finde ich dieses kleine Gerät wirklich nicht schlecht. Es gibt es in mehreren Farben. Ich habe mir das jetzt hier in Rosa genommen. Es gibt es auch noch in Schwarz und in Grau. Ja, wenn euch das interessiert, guckt euch das einfach mal an. Also ich bin davon begeistert. Auch wenn es weh tut. Aber wenn es weh tut, wisst ihr, hier an der Lippe sind auch manchmal so blöde, längere Härchen. Also dann wisst ihr, dass die Haare auch tatsächlich entfernt sind. Nach dieser Anwendung ist euer Gesicht natürlich jetzt gerötet. Und was jetzt wichtig ist, benutzt einfach nochmal, um das Ganze jetzt auch nochmal zu desinfizieren, ein Gesichtswasser. Ich mache mir meins dann immer hier auf so ein schönes Mikrofaserpad und dann fahre ich nochmal hier so richtig schön über das Gesicht. Einfach, um da jetzt nochmal die Keime ein bisschen zu entfernen, denn ich möchte hinterher keine Pickel im Gesicht haben. Es kann natürlich trotzdem mal passieren, dass der ein oder andere Pickel kommt, aber der ist dann auch relativ schnell wieder verschwunden. Manche Sachen nehme ich einfach in Kauf. Da muss ich dann halt eben durch. Aber wie gesagt, es ist ja eure Entscheidung. Ich kann es euch ja nur zeigen. So, danach einfach euer Serum auftragen, eure normale Gesichtspflege auftragen. Jetzt ist meine Creme gerade alle. Kommt nichts mehr raus, aber das reicht ja vielleicht auch. Muss ich direkt aus meinem Backup noch mal was holen. Das ist hier meine Dardosens Sensacea, die ja auch für Rötungen ist. Ja, dann geht ihr ins Bett, wenn ihr das abends gemacht habt. Und am nächsten Morgen werdet ihr merken, eure Haut ist wirklich babyzart. Diese feinen Pflaumenhärchen sind entfernt und dann müsst ihr mal ein Make-up auftragen. Dann werdet ihr da diesen Unterschied sehen, gerade wenn ihr auch danach ein Puder auftragt. Das wirkt nämlich alles viel, viel weicher, schöner, frischer. Das muss natürlich jetzt unter fließendem klaren Wasser abgewaschen werden und ich gehe dann auch noch mal mit meinem Gesichtswasser darüber, um das Ganze zu desinfizieren. Es steht ja, dass es aus Edelstahl ist, aber ich habe festgestellt, Edelstahl ist nicht gleich Edelstahl und kann trotzdem rosten, wenn es kein hochwertiger ist. Und ich denke mal, dieses Gerät wird kein hochwertiger Edelstahl sein, also so ein chirurgischer Edelstahl, der eben nicht rosten kann, weil das kann man nicht für 2,95 erwarten. Probiert es einfach mal aus. Ihr habt ja jetzt gesehen, wie es bei mir ist. Es ist nicht so schlimm. Man gewöhnt sich so ein bisschen an dieses Ziepen. Ich epiliere mir ja auch die Beine und das ist auch nicht angenehm. Aber was will man denn machen, wenn man diese lästigen Härchen loswerden will? Und ich will nicht mit Enthaarungscreme und solchen Geschichten arbeiten. Und ich finde, das geht genauso gut wie hier diese Rasierer. Und auch davon kann man Pickelchen im Gesicht kriegen, wenn man sich nicht an die hygienischen Regeln hält und vielleicht das Ganze über Make-up zum Beispiel einfach entfernt. Ne? Ist ja logisch. Also, befolgt da meine Regeln, dann kann es wahrscheinlich auch nicht zu Pickelchen kommen. Aber jede Haut ist natürlich anders. Und ja, wir sehen uns bald wieder. Eure Nicole. Tschüss.